Bereits zum zweiten Mal fand vergangene Woche in Salzburg der vom ÖVI initiierte Österreichische Verwaltertag statt. In knapp zwei Tagen wurde den rund 200 Teilnehmern der Hausverwalterbranche ein Update zu den wichtigsten steuerlichen, rechtlichen und technischen Aspekten der Hausverwaltung geboten. Der Österreichische Verwaltertag, der zum zweiten Mal hier in Salzburg stattfindet, ist eine Initiative, weil Hausverwalter grundsätzlich sich zusammensetzen wollen und sehr kompakt über relevante Themen informiert werden wollen, auch abseits vielleicht dem, was wir auf einer Winterseminarwoche besprechen. Es ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Event und das Netzwerken hier findet auch sehr, sehr gut statt und das ist einfach ein ganz tolles neues Format. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jawohl, und vor allem, wenn man aus Vorarlberg ist, hinter dem Arlberg unter Anführungszeichen, ist es schön, Kollegen aus ganz Österreich zu treffen und über diverse Fachprobleme zu diskutieren. Ja, das sind die aktuellsten Themen jetzt. Das ist immer wichtig für uns, weil wir servicieren ja Hausverwaltungen und da bin ich ganz am Puls der Zeit sozusagen. Das ist perfekt. Inhaltlich gab es einen Fokus auf die Problemstellung der Erneuerungen in der Barrierefreiheit, die sich baulich und in der Bestandserhaltung abspielen werden. Aber es geht auch um die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, die es in Zukunft zu vermeiden gilt. Im Prinzip ist das Behindertengleichstellungsgesetz dazu da, um Menschen mit Behinderungen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen und Barrieren, die das nicht ermöglichen, als Diskriminierung mit entsprechenden Rechtsfolgen darzustellen. Die größte Problemstellung, wie auch die Diskussion gezeigt hat, glaube ich, wird sich dort stellen, dass wir sagen, wenn mögliche Maßnahmen sind, auf wessen Kosten sind die durchzuführen, hat die ein einzelner Mieter oder Wohnungseigentümer, der die allgemeinen Teile barrierefrei gestalten muss für seine Bedürfnisse, das selbst zu tragen oder kann de, oder ist das etwas, was über die Mietzinsreserve oder die Wohnungseigentumsgemeinschaft zu bezahlen ist und dort wird sicher die Rechtsprechung noch viel Klärungsbedarf haben. Schlussendlich gilt es die Frage zu beantworten, wer alles zahlen wird und das ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Für uns ist es ganz wichtig als Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft, dass die Politik endlich aufhört, im Abtausch zu denken, sondern sach- und fachgerechte Lösungen, Sachpolitik wieder einführt. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, gerade bei diesen strittigen Themen, weil natürlich jeder seine Erfahrungen einbringen kann und man ein Stück weit auch versuchen kann, gemeinsam an einer Sprachregelung zu basteln. Also es ist hier doch einiges los. Es sind über 200 Verwalterinnen und Verwalter aus ganz Österreich anwesend. Wir repräsentieren da schon in einem sehr, sehr hohen Ausmaß die österreichische Immobilienwirtschaft. Und wenn wir jetzt zu gewissen Feststellungen kommen und wenn wir sagen, okay, so machen wir es und so sehen wir die Dinge, dann hat es sicher auch Gewicht. Abseits der Vorträge waren vom Abendprogramm in der neu renovierten Panzerhalle alle begeistert. Hier entstehen nicht nur Shoppingmöglichkeiten, sondern auch Büros und Restaurants im angesagten Shabby-Chic-Style. Den Teilnehmern wurde nicht zu viel versprochen. Bereits jetzt gilt der Verwaltertag des ÖVI als traditioneller Fixpunkt im Jahr.